Hallo Leute, es geht weiter mit der Glacial Galaxy Zone oder so ähnlich aus Sonic Axiom oder Sonic Axiom oder vielleicht wird sogar Sonic Action ausgesprochen. Auf jeden Fall eine ziemlich schöne Weihnachtswelt mit dem komischen Hintergrund. Ich weiß nicht genau, sollen das Gebäude darstellen? Ich glaube schon. Ja. Warum ist alles so lila im Hintergrund? Oh, dieses Teil kommt aus der Flying Battery Zone. Zwar ziemlich stark remake, aber Moment, hier sind auch die Blöcke eingefroren. Ja, das erinnert mich an die Press Garden Zone. Da waren nämlich einige Blöcke, gab es auch einige Eisblöcke, in denen beispielsweise Ringe waren. So. Alles klar. Klar, so eine Satellitenschüssel, die es auch in der Mushroom Hill Zone Act 2 gab, die man hier aber nicht zerstören kann. Ja, da ist wieder dieses Teil. Das fand ich aber nicht runter. Ja, und es gibt wieder eine Handy-App, die ich euch empfehlen kann. Und ich will damit keine Werbung machen. Ich möchte euch einfach mal wieder, wie im letzten Part, eine coole Handy-App empfehlen. Nämlich Super Cat Bros. Und das ist wirklich wie Super Mario, außer dass man dort Katzen spielt, die alle verschiedene Fähigkeiten haben. Und ja, es hat ziemlich geniales Level-Design. Und hier kann man ausrutschen, wenn man läuft. Eine lustige Animation. Und ja, das Spiel hat sogar gar keine Werbung. Bis auf, dass es in den In-Game-Shops In-App-Käufe gibt. Also wo man Geld bezahlen muss. Aber sonst gibt es da rein gar keine Werbung. Und das Spiel ist 100% kostenlos. Also kann ich euch raten, es herunterzuladen. Und es ist wirklich eins der Spiele, die mir in letzter Zeit am meisten Spaß gemacht haben. Genau wie Sonic Axiom oder Sonic Axiom oder Sonic Action. Also dieses Spiel hier. Wer immer noch nicht weiß, was ich meine. Und es wahrscheinlich keinen von geben wird. Okay. Ist euch übrigens aufgefallen, dass es hier noch gar keine Gegner... Na gut, da gab es einen Gegner vielleicht. Okay, hier rollt Sonic automatisch. Das erinnert mich an die Ice Cap Zone. Ich glaube, nur Act 2. Da gab es auch so eine Stelle, wo man rollen musste. Weiß gar nicht, ob das woanders noch vorkam. In der Ice Cap Zone gab es das auf jeden Fall. So. Okay, jetzt gibt es ja solche Stachelkugeln, die ich eigentlich schon davor gesehen habe. Aber jetzt merke ich sie auch an. War ja eigentlich gar nichts. Okay, ich falle hier nicht in die Tiefe. Vielleicht ist ja sogar... Ups. Ein bisschen zu voreilig. Und man kann in dem Spiel Sonic auch schlecht bremsen. Das ist in den anderen Sonic-Spielen ein bisschen anders. Okay, man kann hier gut rüberspringen. Man muss halt einfach gedrückt halten. Nach links. Warum ändert Sonic eigentlich seine Position dann? Es ist ein kleines bisschen buggy programmiert. Oder man hat es einfach simpel programmiert. Ja. Ich glaube, man wollte damit einen Bug verhindern, dass er dann nicht direkt wieder runterfällt. Aber hätte man das nicht ein bisschen schöner noch animieren können, dass er nicht direkt dann einfach wieder einen halben Meter weiter in der Luft ist? Mal sehen. Ich weiß nicht, das sieht ein bisschen aus wie Gift. Ich probiere das lieber nicht aus. Ich gehe das Risiko nicht ein. Bin ich ein Up schon mal los. Und es soll so früh nicht passieren. Ja gut, das sind schon 4 Minuten. Aber ja, wenn die Fails schon mal begonnen haben, dann hören sie auch nicht mehr so schnell auf. Okay, warum hält Sonic hier immer so schnell an? Okay, ich glaube, ich muss hier jetzt nach links. Ja. Aber auch wenn das Spiel ja ein paar kleine Macken hat, was das Gameplay betrifft, ist es immer noch extrem gut programmiert. Vor allem, was das für eine Arbeit ist, so ein Spiel zu programmieren.
Natürlich schätze ich die Arbeit, aber ich möchte halt auch ein paar Kritikpunkte anmerken, damit man das Spiel vielleicht nochmal updaten kann und noch verbessern kann. Also, wenn es schon gut ist, warum nicht noch mehr verbessern? Spricht ja nichts dagegen, oder? Aber es ist auch so ein richtig cooles Sonic-Fangame. Ich würde sogar sagen, es ist mein Lieblings-Sonic-Fangame, denn es gibt ja eigentlich sonst nur Demos und Sonic bevor der Sequel und Sonic after the Sequel, aber die wirken beide ein bisschen leer. Sonic before the Sequel möchte ich nicht spielen, weil ich weiß, wenn man da U drückt, dann wird ein Level quasi übersprungen oder zumindest ein Act. Und dann, das Blöde ist, dass das Springen auf Z ist. Genau wie hier, aber hier ist es ja auch nicht so schlimm, weil ich ja mit U keine Zone überspringen kann. Hey, Sky Century Zone. Also ist das Geräusch ganz am Anfang, da fehlt. Ja, die Texturen, die erinnern mich jetzt aber schon an die Ice Cap Zone. Act 1. Gut, Act 2. War man auch noch in so einer Höhle? Hey, ich bin eingefroren. Ja, das ist ja cool, aber ich nehme keinen Schaden. Genau wie in der Press Garden Zone Act 2, da nehme ich auch keinen Schaden, wenn ich eingefroren werde. Ich brauche sogar manchmal, um weiterzukommen und Hindernisse zu zerstören. Ja. Ich weiß nicht, ob ich hier ein bisschen vorsichtig sein sollte. Rutsche ich hier eigentlich? Ein kleines bisschen schon, aber fällt eigentlich kaum auf. So, ein Looping. Okay. Das war gerade ein kleines bisschen strange. Das hier wirkt auch ein bisschen strange, denn eigentlich könnte ich hier noch springen, aber ja. Gut. Ja. Mal wieder die neuen Sprung-Sprites, die wir eigentlich schon 1 Million Mal gesehen haben. Aber egal, ich finde es trotzdem cool. Und ich finde, es sollte auch mehr solche Sonic-Fangames geben, die auch wirklich lang und gut sind. Genau wie dieses hier. Das Sonic After the Sequel. Die Level wirken zwar an manchen Stellen ein klein wenig leer, aber an sich ist es trotzdem cool. Vor allem, kleiner Spoiler, wenn sich jemand jetzt nicht spoilern lassen möchte von Sonic After the Sequel, bitte ein paar Sekunden vorspulen. Nämlich, da gibt es so eine Kirby-Fähigkeit. Da kann man auch solche Blitze schießen. Ja. So. Es besteht fast nur aus neuen Texturen. Und geremixte. Aber komplett alte Texturen gab es bisher ja noch nicht. Okay. Jetzt bin ich direkt auch ins Ziel gekommen. Oh yeah. Bin ich aber gespannt, wie Act 2 aussieht. Eigentlich müsste es hier jetzt normal weitergehen. Aber Act 2 ist dann wahrscheinlich auch wieder in so einer Eishöhle. Nö. Ah, solche Blumen. Ja, immer wieder schöne Background-Elemente. Und was sind das hier für Pflanzen? Bestehen einfach nur aus Blättern. Okay. Ach, das sind, glaube ich, zwei Pflanzen hier. Die eine ist höher, die andere ist ein bisschen niedriger. Denn so, das sieht man ja, dass die eine quasi im Hintergrund ist und die andere im Vordergrund, wie man hier an Sonic sieht. Aber sonst sieht es aus wie eine einzige Pflanze. Naja. Okay, ausrutschen geht auch. Bäm. Es waren jetzt einige Ringe. Wie viele habe ich nicht genau gezählt, aber ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Okay. Ich dachte, die machen mir Schaden. Aber nein, die machen mir keinen Schaden, weil das auch Hintergrundelemente sind. Es hätte man vielleicht ein kleines bisschen anpassen können. Denkt man erst, wenn man das berührt, dann nimmt man Schaden. Aber tut man doch nicht. Es hätte man ein kleines bisschen verändern können. Beispielsweise es ein bisschen dunkler machen, dass es ein bisschen mehr so wirkt, als wäre es im Background. Ja. Oh nein. Na egal, dann nehme ich halt den unteren Weg. Kann ich aber gar nicht mehr. Oh! Warum habe ich jetzt Schaden genommen? Beim letzten Mal doch auch nicht. Okay, das gilt anscheinend nur für die Gegner, die einen einfrieren. Die machen mir keinen Schaden.
Alles klar. Ja. Immer vielfältig. Also man kann viele Wege gehen. Ja, das sieht jetzt aber schon sehr nach Ice Cap Zone Act 1 aus hier der Hintergrund. Den hat man geremaked. Das ist keine neue Textur, zumindest nicht komplett neu. Das wurde quasi verändert, sag ich mal. Aber trotzdem cool. Ich will das Spiel ja in keinster Weise haten, weil es richtig cool ist. Und das sage ich jetzt schon zum 10.000. Mal, ich weiß. Aber ich will jetzt nicht, dass manche denken, dass ich das Spiel wegen jeder Kleinigkeit hate. Das tue ich auch gar nicht. So, alles klar. Jetzt sind wir aber wirklich hier in so einer Ruine. Na, blöde Stachelbälle. Moment. Also da, die bewegen sich einfach nur hier dran. Ich dachte, die spawnen irgendwo oder so. Weitere von diesen Stachelbällen. Also es gibt eigentlich kaum Gegner. Die Stachelbälle, die gibt es ein bisschen häufiger. Ich nehme jetzt nicht diesen Teleporter. Ich nehme jetzt mal diese Blöcke hier. Soll das ein Auge sein? Nein, jetzt bin ich runtergefallen. Also denn hier kann ich mich doch befreien. Hä? Warum hat mir der erste Gegner dann keinen Schaden gemacht? Der macht mir jetzt auf einmal Schaden. Das ist ein bisschen... Nein! Ich habe keine Ringe mehr. Nein. Nein. Hä, wo habe ich eigentlich jetzt extra Leben her? Ach. Nee. Darf ich da mal nicht runterfallen? Dann friert mich der Gegner bestimmt wieder ein. Oder ich grabbe hier Ringe. Ringe. Ah, noch ein extra Leben. Jetzt haben wir 5 bzw. 6 extra Leben. Weil bei 0 extra Leben kann man immer noch weiterleben. Und das habe ich in allen anderen Parts gesagt. Aber für alle, die erst jetzt einschalten, ja, ist diese Anmerkung. Ja, obwohl ich kaum glaube, dass jemand gleich zum 6. Part schaltet. Aber klar, wenn jemand das Let's Play das erste Mal so mitbekommt, dann kann das schon mal sein. Und von daher sage ich das lieber. Die Chance ist ja sehr gering. Aber ist ja auch nicht sehr viel Aufwand, das zu sagen. Ach so, kann es sein, dass ich letztes Mal ein Schutzschild hatte. Ist aber schnell raus aus dem Wasser, bevor ich ertrinke. Hä? Ah, ich dachte schon, da ist nichts mehr, das mich hier hochbefördert. Das sind ja jetzt quasi wie Eisschollen. Bloß, dass es keine Eisschollen sind. Nein. Boah, es war knapp. So. Nee, das kam auch aus der Ice Cap Zone, diese drehenden Sterne. Aber die waren da deutlich flüssiger animiert. Okay, das fällt runter. Hä? Da war ich doch schon. Oder muss ich jetzt nach links? Ach, ich kann das auch so aufrechnen. In der Press Garden Zone konnte ich das nur durch einen Sprung. Alles klar. Ich gehe jetzt einfach mal nach rechts und anscheinend war ich ja noch nicht. Obwohl ich da eigentlich schon war. Nein? Warum hat der mich jetzt eingefroren? Okay, die Teile könnten mich zerquetschen. Haben sie aber zum Glück nicht geschafft. So ein Schutzschild. Warum geht das jetzt nicht kaputt? Naja, egal. Ist ja jetzt nicht zwingend notwendig. Nein. Mann, ich habe den doch in der Eisblockform zerquetscht. Ach so, man kann dem keinen Schaden machen, wenn der das Eis spuckt. Das ist ein bisschen seltsam. Dann sollte man beispielsweise unverwundbar sein.
und das Teil dann berühren, dann wäre das jetzt schon unlogisch. Aber es gibt auch andere Gegner, wie zum Beispiel diese Gegner, diese Kugelfische aus der Hydro City Sau. Und den kann man nämlich ohne Schaden machen, wenn sie ihre Stacheln nicht ausgefahren haben. So, dann gehe ich halt nach rechts. Ein extra Leben. Ja, ein extra Leben. Ach nö, nicht schon wieder eins. Aber egal, das extra Leben ist mir wichtiger. Gibt es einfach irre viel extra Leben. Viel mehr als in den klassischen. Also das ist zwar auch ein klassisches Sonic-Spiel, aber ich meine jetzt eigentlich die offiziellen Sonic-Spiele. Ja, da gibt es manchmal ziemlich wenig extra Leben. So, Act 3 ist jetzt wahrscheinlich wieder der Boss. Glacial Galaxy Zone. Act 3. So. Alles klar. Keine Ringe bisher. Führt mich das jetzt hoch? Ich nehme lieber die Sprungfeder. Es scheint nicht so zu sein, als wenn hier der Boss wäre. Ein Up. Das bringt mir zwar wahrscheinlich nichts, weil die Ups hier dann resettet werden, wenn ich das Spiel verlasse. Aber vielleicht brauche ich das ja in diesem Level noch. Die Chance ist zwar eher gering, aber wer weiß. Ich nehm's mit. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Am Ende gehe ich dann hier Game Over und hätte es beim nächsten Versuch geschafft. Warum hat man da eigentlich keinen Sound eingebaut? In der Flying Battery Zone hat man da doch auch so einen Sound eingebaut, wenn man von diesem. Wie soll man das jetzt nennen? Von diesem Teil in die Luft befördert wird. Ein Ventilator ist es ja jetzt nicht. Ich habe ihm noch Schaden gemacht. Ach so, ich muss ihm auf den Kopf springen. Sonst nehme ich Schaden. Das ist der ganze Bosskampf. Hey, warum kann das durch die Wand? Betrug. Aber egal, ich versuche das jetzt trotzdem noch. So schwierig ist es ja nicht. Nein. Na. Ich glaube auch nicht, dass ich hier jetzt Game Over gehe. Selbst wenn ich keine Ups mehr habe. Weil da oben findet man ja jedes Mal ein Up. Ja, das haben die Entwickler nicht berücksichtigt. Dass man hier jedes Mal hin kann und so quasi unendlich Versuche hat. Aber das ist gut, denn ich verstehe eh nicht, wieso die Sonic-Spiele nicht unendlich Ups haben. Man könnte jetzt sagen, das verringert die Schwierigkeit, aber es verringert eigentlich nur den Frust. Von daher spricht doch nichts dagegen. Sonst muss man den Level nämlich, ja, komplett neu spielen und was hat man davon, wenn man denselben Level noch einmal spielt? Na, deshalb finde ich es auch kein Cheat, ein Save State zu verwenden. Was ich schon tausendmal gesagt habe, aber ich möchte es jetzt hier nochmal anmerken. Weil man damit nicht cheatet, sondern einfach nur den Frust verringert. Gut, wenn man jetzt in einem Bosskampf pro Sekunde 2 Save States verwendet, nach jedem Treffer oder so, dann ist das schon eher Cheaten. Aber wenn man das in einem Level macht, dann ist es eigentlich eher weniger Cheaten. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Okay, er geht ganz bis zur Wand. Ich mag diesen Boss nicht. Kann man nur selten treffen und
Auch wenn ich ihn quasi treffen kann, ist er immer noch geschützt. Also wegen der Schwierigkeit. Na komm. Lass dich schön brav treffen. Guter Junge. Ist eigentlich nicht wirklich schwierig, aber geht zu lang. Ja. Jetzt hält er irgendwie weniger aus, habe ich das Gefühl. Dann liegt es daran, dass ich ihm schon davor Schaden gemacht habe. Leute, ich bin sogar schneller als Dr. Eggman. Noch schneller im Ziel. Hätte man ja jetzt als Wettrennen zählen können, oder? Man hätte da noch so ein Gimmick einbauen können, dass wenn Eggman als erstes im Ziel ist, dass man dann quasi verloren hat. So. Meltdown Zone oder so ähnlich. Ich weiß nicht mehr genau, was da jetzt stand. Und warum zur Hölle gibt es hier Palmen? Naja, das finden wir vielleicht im nächsten Part raus. Ich würde auf jeden Fall sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich für einen Daumen hoch und ein Abo freuen. Bis dann und ciao, euer Jono.